Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mal wieder ein Mystery Pack Opening machen. Also ich habe verschiedene Minifiguren aus verschiedenen Sammelserien. Einige habe ich einfach so gefunden, da weiß ich gar nicht mehr wirklich, was da drin ist. Bei manchen denke ich mir, okay, hätte ich rausfinden können, aber ich habe einige davon auch geschenkt bekommen. Und bei manchen weiß ich es relativ sicher oder kann es ausschließen, weil ich die irgendwann mal bestellt habe. Da sind, glaube ich, auch irgendwelche Nummern oder sowas drauf. Aber ich habe gedacht, dass wir die mal zusammen auspacken und wie immer mal schauen, ob es sich theoretisch denn überhaupt lohnt, irgendwelche Mystery Packs sich zu kaufen. Wir haben hier witzigerweise auch eine Playmobil-Figur. Die können wir ja vielleicht als letztes aufmachen. Das ist dem Umstand geschuldet. Mein Vater wollte mir einfach so eine Minifigur kaufen. Und er hat sich verguckt. Er wusste nicht, dass es eine Playmobil-Figur ist und hat mir die einfach mitgenommen. Aber so ist es nun mal. Ich glaube, die sind auch irgendwie nur halb so teuer. Deswegen, vielleicht hat er da gedacht, ja, okay, vom Preis her ist das vielleicht sogar besser. Ich weiß es nicht genau, aber schauen wir trotzdem mal zusammen rein. Ich habe noch nie so eine aufgemacht, wie das so aufgebaut ist. Das können wir uns vielleicht bis zum Schluss aufheben. Ansonsten, wie immer natürlich, wenn euch meine Videos gefallen und ihr das noch nicht getan habt, gerne den Kanal abonnieren, gerne ein Like da lassen, damit auch in Zukunft alle Videos in eurem YouTube-Feed angezeigt werden und die Reichweite natürlich wächst, der Kanal wächst etc. Ihr wisst Bescheid. Und damit würde ich sagen, können wir auch loslegen. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht mit den Muppets anfangen. Eine Serie, die jetzt bei den meisten wahrscheinlich nicht so beliebt ist, aber ich finde tatsächlich diese ganzen Figuren gar nicht mal so schlecht. Und, oh, das ist natürlich ein Highlight, denn für mich sind die beiden Figuren von Waldorf und Statler, glaube ich, die besten Figuren, die in dieser Serie mit drin sind. Muss mal ganz kurz hier den Laptop oder was das sein soll. Ich glaube, es ist ein Laptop. Ich habe ja die ganze Serie schon vor einiger Zeit euch vorgestellt damals. Und ich denke mal, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das ist eine coole Figur hier. Ich weiß gar nicht, ist das Waldorf oder Statler? Für mich gibt es die nur im Doppelpack. Also, dass die einzeln irgendwo auftreten, das ist für mich so gut wie ausgeschlossen. Also, eigentlich hätte man die in so einen Doppelpack packen müssen. Aber ist eine coole Figur. Und vor allen Dingen kann man zum Beispiel hier diesen Anzug quasi ganz gut weiterverwenden, wenn man mal irgendwie so einen Geschäftsmann oder sowas irgendwie machen will. Oder man baut sich einfach ein ganzes Theater oder Kino und dann kann man den hier wunderbar mit seinem Kumpan dann auf eine Loge setzen und nachspielen, wie die sich streiten. Das ist schon mal eine coole Figur. Packen wir erstmal den Müll weg. Ja, dann würde ich sagen, Marvel ist jetzt nicht so spannend. Da habe ich ja auch die ganzen Figuren vorgestellt. Bin ja generell ein großer Fan dieser ganzen Marvel-Minifiguren. Und das müsste Agatha sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Ich denke mal, da kommen wir ganz gut mit. Und by the way, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, findet ihr eigentlich diese Pappboxen cool? Ich kann es mir denken, was dabei rauskommt, aber ich frage einfach mal so rein aus Interesse. Es tut den Figuren meiner Meinung nach jetzt natürlich keinen Abbruch, weil das sind trotzdem schöne Figuren. Das ist ganz klar. Aber es ist natürlich schon ein Ärgernis, wenn man sich irgendwie gerade als Kind vielleicht ein bisschen Taschengeld zusammengespart hat. Dann kann man sich zwei von den Figuren kaufen und man kriegt zweimal die gleichen oder man kriegt halt eine Figur, die man nicht haben möchte. Also es ist halt so ein Problem. Hoppla, einmal die Kamera komplett verschoben. Das ist das gleiche Teil wie mit dem Laptop, aber hier habe ich irgendwie, okay, Probleme. Das müsste ja das Darkhold sein. Und wir haben noch, ist jetzt hingelegt, da fällt schon was runter. Natürlich ihren Umhang mit dabei. Eigentlich, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Die sollte, glaube ich, eine eigene Marvel-Serie bekommen, also eine eigene Fernsehserie. Kam ja in Wonder Vision das erste Mal vor.
Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich noch was wird, weil Marvel hat ja jetzt die Pläne irgendwie ein bisschen umgeworfen, weil zu viel Content kommt und das auch keinen mehr so richtig interessiert. Aktuell zumindest mein Gefühl und glaube ich das Gefühl von allen Leuten. Aber da können wir mal gespannt sein. Trotzdem eine sehr schöne Figur. Auch natürlich gut verwendbar für irgendwelche Mittelalter-Szenarien, für irgendwelche Hexen oder sowas, was man da machen möchte. Das Buch ist, glaube ich, auch ganz gut verwendbar. Schöne Figur, freue ich mich drüber. So, dann packen wir das auch mal zur Seite. Und wenn wir jetzt schon bei Marvel sind, machen wir gleich die nächste Marvel-Figur auf, würde ich sagen. Was natürlich das Highlight bei der Marvel-Figuren-Serie ist, ist Moon Knight. Ja, wir sind nah dran, aber nicht ganz der Moon Knight, den ich gerade meinte, aber auch eine coole Figur. Das hier ist nämlich Mr. Knight. Zu erklären, warum das jetzt nicht Moon Knight, sondern Mr. Knight ist, schaut euch einfach die Serie an. Ich finde die tatsächlich ziemlich gut. Und das Setting gefällt mir natürlich auch sehr gut. Dieses generell in einer Wüste. Dann haben wir hier auch eins der Highlights aus dieser Serie, würde ich sagen. Das ist hier so ein kleines Aquarium mit einem Goldfisch drauf. Auch natürlich aus der Serie inspiriert. Weiß man natürlich, weiß nicht mehr, wie der Goldfisch heißt. Der hat irgendwie so einen Special-Namen, glaube ich. Und auch hier kann man überlegen, ob man irgendwie aus dieser Figur, ja, aus dem Frack oder so, aus diesem weißen Anzug, ob man da irgendwas draus machen kann. Passt bestimmt auch, muss man halt die Hände austauschen mit gelbem, ein vernünftiger Kopf drauf. Also generell solche Anzugfiguren finde ich immer ganz nett. Passt natürlich auch in so ein Western-Szenario. Muss man mal gucken, ob man da irgendwas mal macht. Aber an sich auch eine schöne Figur. So. Jetzt haben wir. Ich glaube, wir machen die Pappbox erst auf, weil das sind zwei ältere Serien. Das wird wahrscheinlich interessanter sein und danach kümmern wir uns um Playmobil, würde ich sagen. Hört sich nach einem guten Plan an. Und da ist natürlich das Ding hier, bei den Figuren kann man immer quasi sehen, was ist da jetzt drauf. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, es ist die Ziege, also der Ziegenhirte. Aber weit gefehlt, naja, nicht weit gefehlt, aber das ist für mich so eine Figur, die wird von Mal zu Mal immer besser, wenn man sich die Serie anguckt, wenn man sich das ganze Ding anguckt hier. Mit den Boxen hier. Ich finde, das Pilzmädel oder Pilzkind ist auch eins der Highlights in dieser Serie. Und ich weiß gar nicht, ob das eine kontroverse Meinung ist oder nicht. Aber jetzt habe ich schon wieder gleich am Anfang was falsch gemacht. Aber ich finde das so putzig, auch wie es sich freut hier mit diesen Pilzhütchen. Das ist einfach eine wirklich schöne Figur mit dem Schmetterling hier. Passt natürlich auch super zu diesem Eicheljungen, den wir hatten. Finde ich eine super, super süße Figur. Passt natürlich dann auch perfekt. Ich habe die jetzt ja dann zweimal für das Pilzhaus, was ja dann im Bricklink Designer Programm sehr wahrscheinlich seine 3000 Unterstützer bekommen wird. Dann kann man hier das Pilzhaus ein bisschen mit Leben füllen. Das ist, denke ich, eine schöne Idee. Auch der Schmetterling, der dabei ist. Ich mag diese Figur. Ich finde, die gibt einfach so ein bisschen Freude, schöne Stimmung. Das passt. So, DC. Ich glaube, DC machen wir als nächstes. Da habe ich so. Also, es können mehrere Figuren sein. Aber ich bin mir nicht sicher, welches es ist. Also, es könnte sein, weil es gibt nicht viele Figuren, die ich aus der Serie cool finde. Welche das auf jeden Fall sind, ist der Flash. Ich glaube, Aquaman fand ich ganz gut. Und ich weiß nicht, ob es Superman war oder so. Müssen wir mal gucken, was wir da drin haben. Oh, okay. Da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Wir haben hier nämlich einmal den Green Lantern. Und das ist nicht Hal Jordan, wenn ich mich nicht gänzlich irre. Aber die Laterne hier ist natürlich cool. Wer bei Green Lantern natürlich immer gleich bei an Big Bang Theory denkt, der hatte eine großartige Kindheit.
würde ich jetzt mal behaupten. Generell so finde ich, Big Bang Theory hat dieses ganze Comic-Universum auch so nochmal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen losgetreten oder gestartet, aber schon, glaube ich, dafür gesorgt, dass fehlt dir noch irgendwas? Dass quasi Superhelden die so ein bisschen mehr Mainstream werden und man dafür nicht belächelt wird, wenn man sowas cool findet. Ich weiß gar nicht, warum sind die Dinger denn hier? Das bringt doch gar nichts. Oder muss das so? Achso, das muss wahrscheinlich so hier drin. Das könnte natürlich auch sein. Und ist aber eine schöne Figur, finde ich. Also Green Lantern ist jetzt, glaube ich, nicht der beliebteste Superheld aller Zeiten. Aber ich werde mir die, ich glaube, ich habe mir die damals sogar bei Bricks Just For Me bestellt. Und da, also ich meine, den Flash wollte ich auf jeden Fall haben. Und Aquaman, das könnte sein. Aber da weiß ich gar nicht mehr, warum ich Green Lantern nochmal bestellt hatte. Vielleicht dachte ich, ich kriege die Serie nochmal voll, aber das ist dann nichts geworden, weil ich die Serie halt dann zu enttäuschend fand, muss ich einfach sagen. Und ich glaube, das ist den meisten Fans dann auch so gegangen. So. Dann Serie 16. Das weiß ich tatsächlich nicht gerade aus dem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier eine Nummer drauf gefunden. Ich weiß nicht, ob man daraus schließen kann, welche Figur das sein soll. Aber, also die muss hier schon ein paar Jährchen rumliegen. Weil da weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Eine Figur der Serie 16. Ich könnte mir natürlich vorstellen, da ich hier so prominent den guten Räuber hier sehe, mit dem Wolf-Symbol, dass das vielleicht der sein könnte. Nee, ist er nicht. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil das nämlich auch eine ziemlich coole Figur ist. Erstmal gucken wir uns hier mal Nettes an, was hier alles drauf ist. Wie ich finde, jetzt keine Serie mit mega großen Highlights, aber sehr viele coole Figuren hier drin. Das ist eine coole Figur, der Pirat natürlich, der, wie gesagt, ist wahrscheinlich der Favorit aus der Serie für mich. Der Wanderer ist auch cool. Und wir haben hier diesen, ja, Sultan-Dschungelkrieger oder so. Erinnert natürlich gleich an die Adventurers. Und das ist tatsächlich eine sehr coole Figur, muss ich sagen. Der passt super zum Maharaja-Tempel. Und da freue ich mich tatsächlich. Ich weiß auch, wie gesagt, gerade nicht, ob ich den mal so bestellt hatte. Ich weiß, dass ich den mal bestellen wollte, weil das eine wirklich coole Figur ist. Aber da bin ich tatsächlich jetzt ein bisschen überfragt. Also letztendlich wusste ich von einer Figur, welche das ist. Und der Rest war für mich dann doch so ein bisschen schwammig und überraschend. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Eine sehr, sehr schöne Figur. Packen wir auch mal zur Seite. Und jetzt das Highlight, auf das alle gewartet haben. Jetzt schalten wahrscheinlich schon alle ab. Eine Playmobil-Figur. Ich habe früher sehr viel Playmobil gespielt, also als Kind natürlich. Kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich jemals so eine Tüte hatte. Also ich weiß nicht, ob die neu eingeführt worden sind oder ob das irgendwie damals an mir vorbeigegangen ist. Was auf jeden Fall nicht an mir vorbeigegangen ist, damals war das auf jeden Fall nicht so, dass man die Figuren zusammenstecken musste. Also das ist ja ganz wild. Da muss ich jetzt erstmal kurz tatsächlich gucken, weil fällt schon was weg. Wie funktioniert das denn? Also wir haben so ein Teil, ist das wichtig hier, was gerade runtergefallen ist. So, wir haben diese Weste, dann den Torso. Also ich glaube, aber das hält doch gar nicht. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Muss wahrscheinlich noch irgendwas. Achso, das muss wahrscheinlich hier rein, kann das sein? Das muss so rum, dann muss das wahrscheinlich so rum. Und dann wird wahrscheinlich ein Schuh draus. Wenn wir das hier so machen. Verrückt.
alle, die Playmobil haben oder sich damit auskennen, schreibt gerne mal in die Kommentare, ist das schon länger so, dass man die Figuren zusammenstecken muss? Also ich kenne das tatsächlich nicht so. Ich habe aber auch schon natürlich sehr, sehr lange mit Playmobil gar nichts mehr zu tun gehabt. Deswegen ist das vielleicht auch nicht aussagekräftig, was ich hier sage. Ich habe irgendwie Angst, dass ich die hier kaputt mache. Vielleicht ist das, weil das, also früher konnte man ja auch die Köpfe und sowas abmachen, aber das ging, glaube ich, relativ schwer und man hat die teilweise auch beschädigt. Vielleicht ist das der Grund, warum man das jetzt so gemacht hat, damit man die besser konfigurieren kann. So, ich glaube, ich muss erst das hier dran machen. Dann muss ich die Arme hier reinstecken. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Lego-Figuren leichter zusammenzubauen sind. Da gibt es, glaube ich, wenig bis gar keine Diskussion. Was ist das hier? Achso, das ist für den Papagei wahrscheinlich. Kopf. Ist natürlich eine schöne Sache, dass wir jetzt hier tatsächlich einen Piraten haben. Also wahrscheinlich wäre das auch eine Figur gewesen, die ich mir aussuchen würde, wenn ich da irgendwie affin wäre, was das angeht. Achso, das kommt hier bestimmt, das ist hier so ein Haarschmuck. Ja, das ist auf jeden Fall ganz verrückt. Jo. Dann kommt hier das Teil und dann kommt hier wahrscheinlich der Papagei drauf. Ja, ganz wilde Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit ihr Playmobil sammelt oder wie cool ihr das findet. Ich glaube, wenn man das einmal raus hat, dann ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Oh, draußen Eiswagen oder so, was auch immer das sein soll. Das ist, glaube ich, eine wirklich leichte Geschichte, um die Figuren besser zu customizen. Also, wenn wir das jetzt immer so haben und man die quasi auseinandernehmen kann, dass man die Arme hier einfach nur ganz locker rausnehmen kann, die Beine und sowas. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ja, wir können noch mal kurz einen Überblick machen über die ganzen Figuren, die hier drin waren. Ich weiß, für viele ist jetzt natürlich die Playmobil-Figur das absolute Highlight, weil man sowas hier auf meinem Kanal eigentlich gar nicht sieht. Aber ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Gerade die Marvel-Figuren, die sind ja, keine Ahnung, ob man die auch mal auslesen konnte von den Codes, das sind natürlich Mystery-Bags gewesen. Waldorf oder Statler, ich weiß gerade, wie gesagt, nicht mehr. Auch eine coole Figur. Den weiß ich nicht, ob ich den damals bestellt hatte. Bei dem war ich mir auch nicht sicher. Und das Pilzmädel, das fand ich halt cool und wollte ich nochmal haben. Deswegen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches eure favorisierte Figur ist. Und auch gerne, was ihr generell von Minifiguren haltet, was ihr von den Boxen haltet. Ob ihr jetzt vielleicht anfangt, euch Playmobil-Figuren zu kaufen. Keine Ahnung, alles gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Freude und bis bald.